So, ich nehme euch mal ganz kurz mit bei der Entwicklung von einem Projekt, das wir gerade haben, und zwar ein System basierend wie bei der Okami Gold, dass wir praktisch geführt an den Schleifstein rangehen und dann hier einfach die Schere schleifen können. Momentan haben wir noch das Problem, dass das Ganze in sich sich bewegt hat, ja? Entsprechend fängt die Schere natürlich hier auch an zu vibrieren. Ich bin jetzt hergegangen und habe die Schrauben hier mal relativ fest angezogen, sodass ich das nur noch schwer bewegen kann. In letzter Konsequenz wird es aber so sein, dass wir hier Hülsen reinmachen, denke ich mal, die, was weiß ich, ein Zehntel höher sind, wo wir das dann alles richtig spannen können, dass das alles in sich gut verbunden ist. Hier kann ich die Höhe verstellen. Ich kann gucken, dass die Schere schön mittig auf dem Rad anliegt. Und das Ganze sieht dann so aus. Ich zeige euch das mal. Ich gehe praktisch mit meiner Schere hier dagegen und kann jetzt gekühlt einfach hier, das ist ein CBN 400, was ich gerade drauf habe, so, das reicht schon zum Schleifen. Und jetzt gehe ich her, das ist alles noch ein bisschen schwergängig, weil das ist jetzt ja nur mal ein Muster. Jetzt drehe ich das um und stecke das da rein. Jetzt kann ich hier, warte, so, jetzt kann ich hier auf die andere Seite gehen, habe hier zum Beispiel mein Filz oder mein Lederrad drauf, kann es direkt die Schneidkante abziehen. Und dann sollte, na komm her, wie gesagt, alles noch ein bisschen schwergängig, dann sollte die Schere eigentlich schon allein mit dem CBN 400, was ich jetzt geschliffen habe, sollte die Schere eigentlich scharf sein. So, ich mache jetzt gar kein großes Brei mit Entgraten und sonst was. Ich tue die mal auseinanderdrücken und dann beim Hochfahren so einmal, ja. Dann nehme ich kurz einen Lappen. So, dann schauen wir uns auch mal kurz die Schneide an. Schaut mal, das funktioniert. So, und jetzt habe ich hier noch ein Stückchen Küchenkrepp. Hier. Leute, ohne ein Härchen. Probieren wir es mal ganz vorne. Warte mal. Gehen wir hierher. Hier. Reingehen in Küchenkrepp. Ziehen. Rausziehen, ohne dass irgendwas hängen bleibt. So, und das sind glatte Schnitte. Daran arbeiten wir. Das Ganze wird perfektioniert, so gut wie es geht. Ich gucke mal kurz ein bisschen hoch drin. Hier bin ich. Das Ganze wird perfektioniert, so gut wie es geht. Und dann schauen wir mal, das solltet ihr eigentlich dann davon profitieren, dass man auch mal gescheit Scheren schleifen kann auf der Tomek. Das nur als kleiner Forecast.